Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart DS. Schön, dass ihr wieder da seid, es freut mich immer wieder. So, wir machen einfach weiter im Spiegelmodus. Der variable Zufallsgenerator hat sich heute für Bowser entschieden und die Karre, die wir heute fahren dürfen, beziehungsweise sollen, ist die sechste. Das wäre... Nein! Nein, nicht das Rambi-Jeep! Bitte nicht, och Mann. Oh, ich kann mit der Kart nicht umgehen. Schön. Das wird wieder ein sehr lustiger Part. Was haben wir im letzten Part gemacht? Blumencup, ne? Das heißt, wir machen heute den Sterncup. Und jetzt kann ich über das reden, was ich Neues bei den DK Alpen gelernt habe. Fangen wir an. So, auch heute habe ich wieder ein weiteres Thema. Es wird jetzt ein bisschen schwer für mich, für die nächsten Folgen noch ein paar Themen rauszusuchen, aber naja. Ich werde mit dem Thema gleich anfangen. Zunächst, also als allererstes möchte ich gerne über das reden, was ich hier Neues über diese Strecke gelernt habe. Danke nochmals an Polish Kuba, der mir das, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wisst ihr noch die Itembox, die ganz oben auf dem Berg ganz alleine... Oh, ich hab... What the hell? Ich habe einfach einen Kugel-Lili bekommen. Ja, ich könnte den gleich drücken, aber ich mache hier auch gleich. Hier, die Itembox hier oben, ne? Um die geht es hier. Ich drücke jetzt einfach die Kugel-Lili, der bringt mir sonst nichts. Wo ist Peach schon wieder? Das gibt's doch gar nicht. Warum ist die 80 Kilometer vorne? Oh, und ich wurde richtig ekelhaft in der Kurve rausgelassen und das Handling von der Karre sackt. Egal, ich bin ja noch gut vorne. So. Was hat es jetzt mit dieser komischen Itembox auf sich? Erinnert ihr euch noch, was ich zu der Itembox gesagt hatte? In der Itembox, Zitat von mir, in der Itembox gibt es entweder Pilze oder einen Stern. Ich glaube, Goldpilze gibt es nicht, ne? Genau, entweder ein Pilz, drei Pilze oder ein Stern kann man aus der Itembox bekommen. Kein anderes Item, habe ich so gesagt. Und ich dachte auch all die Jahre über, dass das stimmt. Doch jetzt guckt mal auf das Itemrad oben. Habt ihr da gerade was gesehen? Da haben wir gerade zweimal einen roten Panzer gesehen. Einen einzelnen roten Panzer. Und ja, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das all die Jahre nicht aufgefallen. Mir ist all die Jahre nicht aufgefallen, dass man aus der Itembox auch einen roten einzelnen Panzer bekommen kann. Das ist mir nie aufgefallen. Und als ich den Kommentar von Polish Kuba gelesen habe, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, musste ich erstmal an die Stelle zurück in meinem eigenen Video gucken. Dann habe ich auch das Video verlangsamt, ich glaube 0,125-fache Geschwindigkeit. Und dann sehe ich in dem Itemrad einfach einen einzelnen roten Panzer rollen. Ich so, was? War das schon all die Jahre so? Ich war voll überrascht. Guck mal oben links jetzt. Da ist ein roter Panzer, ein einzelner roter Panzer. Und da war gerade ein roter Panzer, der einfach an mir vorbeigeflogen ist. Episch. Danke, dass du mich nicht getroffen hast. Der war wohl zu faul, seinen Job zu erledigen. Das bin ich manchmal auch, deswegen nehme ich dir das gar nicht übel. Oh, der Blitz von Toad. Und ich habe in dem richtigen Moment den Stern reingehauen. Richtig geil. Wir sind einfach 50.000 Kilometer entfernt. Das war eine sehr gute erste Strecke. Selbst mit dem Rambi-Jeep sind wir sehr gut dabei. Schön. Ja, auf jeden Fall, ja, man kann in der Itembox auch einen einzelnen roten Panzer bekommen. Das ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Neues, was ich nicht wusste. Dabei war es eigentlich all die Jahre zu sehen oben links. Mir ist es nur nie aufgefallen. Und die Wahrscheinlichkeit, diesen einzelnen roten Panzer zu bekommen, der ist auch tatsächlich sehr, sehr gering. Ja, deswegen ist mir das auch als Kind damals nie aufgefallen, weil, ich weiß nicht... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen einzelnen roten Panzer bekommt? Irgendwie bei 5% oder so? Also das ist sehr, sehr gering. Deswegen gibt es halt Leute wie mich, die halt gesagt haben, ja, da gibt es nur Pilze oder Sterne zu gewinnen. Aber nein, das ist falsch. Da kann man auch einen einzelnen roten Panzer kriegen. Und ich finde das einfach episch. Generell finde ich es episch, wenn man immer mehr Neues dazulernt. Gerade bei Videospielen, die man als Kind gespielt hat und halt über die Jahre gedacht hat, das ist halt so, ne? Und dann siehst du da einfach, nee, da kann man auch was anderes kriegen. Das ist einfach ein episches Gefühl. So, das Thema von heute,
Ich möchte heute mal ein bisschen mehr über mich selbst reden. Und was meine ich damit? Über die Zukunft meines Kanals. Das habe ich ja immer mal wieder bei so Let's Plays, wo man, ja, viel zu tun hat, aber halt schon alles über das Game erzählt hat. Das letzte Mal war bei Crisis Core Reunion, ja, wo wir alle Missionen machen mussten. Da hatte ich jetzt 8 oder 9 Parts, die alle eine Stunde gingen, weil es so viele Missionen gab. Und da habe ich das letzte Mal halt so drüber geredet, ja, was halt so Sache ist mit meinem Kanal und wie die Zukunft meines Kanals aussieht. Und seit dem Crisis Core Let's Play hat sich meine Zukunft, also beziehungsweise was ich mit meinem Kanal anstellen möchte, auch geändert. Deswegen ist es auch erst recht wichtig, dass ich jetzt drüber rede. Alter, ich werde hier gerade nur bombardiert, ne? Da kommt schon wieder ein Stachel, Alter. Das gibt's auch gar nicht. Unten noch ein Roter, genau, der noch schön wartet, bis er mich trifft. Und jetzt falle ich noch runter wegen dem Zahnrad. Das ist unglaublich. Und jetzt werde ich nicht Erster. Das ist nicht dein Ernst. Das ist doch wieder Betrug. Das kannst du doch niemandem erzählen. Das glaubt dir doch keiner. Gib mir ein Item schnell. Ein Pilz. Tatsächlich. Oh mein Gott, ich bin noch Erster geworden. Was? Aber jetzt mal ohne Witz. Was ist das für ein Betrug gewesen? Was ist das gerade eben für ein Betrug gewesen? Dass der Stachel mich da auf dem Zahnrad trifft und der rote Panzer noch wartet, bis es mich trifft, damit ich halt meine Invincibility verliere. Und dann schubst mich das Zahnrad nach hinten und ich habe zu wenig Geschwindigkeit wegen dem Rambi-Jeep und fall runter, ey. Und dann kriege ich am Ende tatsächlich noch einen Pilz und konnte Peach noch überholen. Unfassbar, was da schon wieder abging am Ende. Ich wollte eigentlich das Zahnrad hochfahren, aber ich weiß, dass ich mit dem Kart nicht klarkomme. Deswegen habe ich einfach auf den Pilz gehofft, dass der den Rest erledigt. Und es hat ja noch funktioniert, zum Glück. Und ich habe kein Item bekommen. Und ich bin gegen den Goomba gefahren. Sehr schön. Ja. Einige Leute wissen schon, was es mit der Zukunft meines Kanals auf sich hat. Für die, die mein Kanalvideo gesehen haben. Man kann ja als YouTuber so ein Video einstellen. Also wenn man meinen Kanal besuchen geht, dann sieht man halt immer dieses eine Video. Und das ist bei mir das Smash for Fun 3.0 Video. Ja? Und in dem Video, im Intro, erkläre ich halt, was ich in Zukunft mit meinem Kanal vorhabe. Aber da jeder, da nicht jeder ein Super Smash Bros. Ultimate Fan ist, erst recht kein Smash for Funner ist, wie ich, ja, kann das halt nicht jeder gucken, weil es nicht jeden interessiert. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal. Ich möchte ja in Zukunft mit YouTube aufhören. Was heißt in Zukunft? Eigentlich, sobald es geht, ich weiß, das hört sich gerade komplett komisch an, aber ich meine es halt ernst. Ich möchte in Zukunft mit YouTube aufhören. Das hat sehr, sehr viele Gründe. Hä, wie ist Peach da durchgefahren? Wollt ihr mich verarschen? Hä, spult mal zurück. Spult mal bitte zurück. Wie ist Peach bitte durch die Bombe gefahren gerade eben? Die Bombe hätte sie doch hundertprozentig treffen müssen und die ist einfach da durchgefahren. WTF? Oh Mann, Alter, irgendwie das Spiel überrascht mich gerade ein bisschen mehr. Es ist mehr Betrug, als ich gedacht habe, wirklich. Das ist unfassbar. Und da kommt der nächste Blitz und der nächste Stachel. Ist das Mario Kart Wii oder was ist hier los? Genau, der grüne Panzer soll ich mir auch noch treffen, ne? Ja, ja, komm, triff mich. Triff mich. Ne, das war auch wieder ganz knapp. Genau, dafür der rote. Richtig episch, Junge. Jetzt werde ich hier wieder nicht Erster. Das gibt's doch gar nicht. Fahr, Junge. Nimm dir noch ein... Ich kann mir kein Item holen, weil das Handling so scheiße ist im Sand. Und generell von der Karre. Los, fahr, Mann, Junge. Oh, nein. Okay. Alter, ist das anstrengend. Ja, ich konnte das Thema gerade mal anschneiden und der Part ist schon fast vorbei. Es ist unglaublich. Naja, ich versuche jetzt das Thema halt in einer Strecke noch runterzukriegen. Ja, ich möchte in Zukunft mit YouTube aufhören. Die persönlichen Gründe werde ich jetzt nicht nennen. Die Frage ist halt nur, wann möchte ich mit YouTube aufhören? Und generell, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video jetzt online kommt, da wird gerade mein Fire Emblem Three Houses Let's Play bald zu Ende gehen. Und das Super Mario Galaxy Let's Play sollte auch kurz vor dem Ende sein, wenn es sogar nicht schon beendet ist. Ja,
Und Ende Februar 2024 kommt ja Final Fantasy VII Rebirth raus. Das Let's Play wird auch nochmal ein richtig gigantisches. Das wird wahrscheinlich auch über 100 Folgen haben, so wie Fire Emblem Three Houses. Und das ist ja auch das zweite Spiel der Remake-Trilogie. Für die Leute, die es nicht wissen, anhand meines Namens könntet ihr das, glaube ich, schon erkennen, dass halt Final Fantasy VII mein absolutes Lieblingsgame ist und ich halt das Remake feier. Und ich habe Peach gerade so krass runtergeschubst, sie ist einfach Siebter. Richtig geil. Auf jeden Fall, wenn das dann rauskommt, wird das mein Hauptprojekt des Kanals werden. Ich frage mich nur, was ich sonst noch Let's Playen soll. Also ich habe geplant, in Zukunft ja mit YouTube aufzuhören, aber ich möchte eigentlich noch den dritten Teil der Remake-Trilogie auch noch Let's Playen. Und der kommt wahrscheinlich erst so 2027 oder 2028 raus. Ja, weil das erste Remake kam jetzt 2020 raus. Rebirth kommt 2024 raus. Und wenn man halt der Statur folgt, dann wird wahrscheinlich der dritte und letzte Teil 2028 erscheinen. Und das sind noch einige Jahre. Das heißt, ich würde noch bis 2028 Let's Plays machen. Ich möchte halt mit Let's Plays aufhören, sobald der dritte Remake-Teil raus ist, ja. Das ist dann so mein letztes Let's Play und dann war es das halt auch. Aber jetzt ist halt noch die Frage, was ist das denn hier? Warum muss in der letzten Runde eigentlich immer alles komplett schief laufen? Meine Güte, ey. Zum Glück konnte ich Peach gerade noch überholen und jetzt, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Wie soll ich denn jetzt hier um die Ecke driften? Natürlich liegt da ein Fake-Item-Box richtig behindert dort. Ne, das kannst du vergessen. Wir haben den ersten Platz verkackt und ich weiß nicht wieso. Ich kann euch nicht sagen, warum ich jetzt hier auf einmal Dritter werde. Warum bin ich hier Dritter geworden? Was ist das für ein Betrug gewesen? Alter, dieses Spiel regt mich gerade echt auf. Naja, da habt ihr ein bisschen mehr Spaß beim Zugucken. Das ist ja auch was. Toll, jetzt konnte ich das Thema, über das ich eigentlich richtig sprechen will, einfach nicht ausführlich drüber reden, weil dieses Game einfach komplett abgeht. Gut, dann werde ich halt im nächsten Part darüber sprechen. Sorry, dass ihr, falls ihr es in dieser Folge schon hören wolltet, aber ihr müsst dann halt den nächsten Part abwarten. Meine Fresse, es ist unfassbar, ey. Ich hätte echt nicht... Komm, geh weg. Geh weg mit deinem Zerang. Halt deine Fresse, wirklich. Halt's Maul. Nichts an diesem Kampf war Zerang. Halt deine Schnauze, ey. Jetzt bin ich triggert. Komm, bis zum nächsten Mal, Leute. Das ist doch kompletter Betrug hier, ey. Gut. Man sieht sich, Leute. Bleibt clean. Was ein Betrug. Gib dir mir einen Zerang, ey.